Suchst du gerade nach einem Namen, den du auf Instagram benutzen kannst, vielleicht auch auf TikTok oder auf anderen sozialen Plattformen? Dann habe ich hier ein kleines Tutorial, wie du deinen besten Namen finden kannst. Hey, ich bin Alex oder auch Axleck online genannt, das heißt auf Instagram, TikTok und so weiter. Und heute möchte ich dir ein bisschen was darüber sagen, wie du deinen perfekten Benutzernamen findest für alle deine sozialen Plattformen. Kurz noch an eigener Sache, wenn du regelmäßig posten möchtest, aber irgendwie das nicht auf Reihe kriegst, weil du es nicht geplant kriegst, dann habe ich was ganz Spezielles für dich, nämlich mein neuestes Buch, Dein Social Media Planer. Das könnt ihr einfach kaufen unter axleck.de/buch, das leitet euch weiter zu Amazon direkt. Und da ist ein Wochenplaner drin, den man an den Tag starten kann, an dem man es kauft. Es ist quasi nicht an irgendein bestimmtes Jahr gebunden, sondern du trägst selbst ein, welcher Wochentag gerade ist, welche Woche. Und dann gehst du einfach durch, kannst auch mal eine Woche aussetzen, wenn du mal im Urlaub bist oder so. Also hier ist auf jeden Fall für ein Jahr ein Wochenplaner dabei und vorne sind noch ein paar Fragen für dich, um herauszufinden, was für Content du am besten auf deinen sozialen Plattformen pushen solltest. Guck's dir einfach mal an, das ist sehr simpel, funktioniert allerdings, wenn du es regelmäßig machst und es kostet unter 10 Euro und die Bewertungen sind bis jetzt auch ziemlich gut, also ich glaube, dass es dir auch weiterhelfen könnte, wenn du genau das suchst. Aber jetzt weiter zum Thema, wie du einen guten Namen finden kannst. Als allererstes, wer hätte es gedacht, würde ich Ideen sammeln. Also einfach mal überlegen, was sind so meine Interessen, was sind meine Hobbys, was möchte ich posten, dass du einfach schon mal dir klar wird, wofür stehe ich und daraus vielleicht Schnipsel von bestimmten Worten nimmst oder dass du quasi ein paar Worte einfach mal aufschreibst, einfach mal in der Liste Sachen aufschreibst, die dich interessieren, Hobbys von dir, woran man dich vielleicht irgendwann mal erkennen könnte. Als zweites kann ich dir schon mal sagen, was ziemlich schlechte Namen sind. Schlechte Namen sind Sachen mit zu vielen Zahlen, mit zu viel Unterstrichen, weil du das gar nicht erst den Leuten erklären kannst. Du siehst ja nicht mal auf deinem eigenen Handy, wie viele Unterstriche das sind, wenn die so aneinandergereiht sind. Zu viele Sonderzeichen und so weiter und so fort. Du möchtest, dass es einfach zu kommunizieren ist, dass ich dir einfach sage, ey, ich heiße Axleck, dann kannst du es eingeben und findest mich direkt. Nicht, dass ich GamerMaster73-X33 heiße, weil das einfach nicht gut kommunizierbar ist und auch ziemlich schwierig ist, um denjenigen zu finden. Außerdem möchte es natürlich auch ziemlich treffend haben. Wenn ich beispielsweise einen eigenen Instagram-Account für diesen YouTube-Kanal machen würde, dann würde ich ihn vielleicht Social Media Alex nennen oder irgendwie sowas, weil es genau da gesagt wird, worum es geht. Social Media Tipps, Alex, das bin ich. Aber ich habe ja den eigenen Namen Axleck, deswegen habe ich halt diesen Account nur als Beispiel für etwas Treffendes. Ihr könnt natürlich auch Online-Tools ausnutzen, wo ihr quasi Sachen eingebt, die ihr vielleicht am Anfang aufgeschrieben habt, also ein paar Ideen, ein paar Hobbys und so weiter und so fort. Und dann werden euch so Namensschnipsel vorgegeben. Das steht alles in dem Blogartikel zu diesem Video. Das heißt, guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Der erste Link wird sein hier das Buch, das zweite Link wird sein zum Artikel. Da könnt ihr schauen, da habe ich das alles eingetragen und da könnt ihr einfach auf die Links klicken, um auf diese Tools zu kommen. Dann kannst du natürlich auch überlegen, jo, in welche Nische möchte ich eigentlich gehen? Und wenn du sagst zum Beispiel, ach, ich möchte jetzt Fitness-Content machen und dann gibt es solche Leute wie Sophia Thiel, die sich auf Instagram Pumping Sophia Thiel nennt. Und viele Leute habe ich jetzt schon gesehen, die Pumping dann einfach vor den Namen gepackt haben, wo du dann genau weißt, ah ja, da geht es um Sport-Content. Dann könnte man sowas zum Beispiel am Anfang setzen, weil man einfach direkt weiß, oh, da geht es um Sport. Sowas in der Richtung kann man sich natürlich auch überlegen, wenn man einfach mal schaut, wie sind die Namen aufgebaut in der Nische? Gibt es da irgendein Muster? Gibt es da irgendwelche Worte, wenn du die verwendest, dass die Leute genau wissen, worum es geht? Und dann kannst du natürlich noch deine Freunde fragen, nachdem du quasi ein paar Sachen aufgeschrieben hast. Jo, findest du das besser oder das besser? Kannst du ein kleines Ranking machen, kannst quasi so ein Turnier von deinen Nutzernamen machen und immer wieder Freunde fragen, das oder das, das oder das, das oder das. Und kannst dann gucken, ah ja, A-B-Test, das ist besser, das ist besser, das ist besser. Und irgendwann kommst du dann zu dem Namen, der dir vielleicht am besten gefällt, beziehungsweise der allen Leuten auch am besten gefällt. Und am Ende ist dein Name ja auch das, was dich nach außen repräsentiert. Und wenn es den anderen Leuten gefällt, dann ist das ja meistens ganz gut. Dann sollte man halt diese Top-Namen auf jeden Fall in eine Liste packen und dann gucken, was davon ist eigentlich verfügbar. Das ist bei Instagram übelst easy. Wenn du einen Account erstellst, dann erstellst du einen neuen Account quasi, also Account erstellen, klickst du an auf deinem Handy, dann gibst du dein Geburtsdatum, glaube ich, an und dann kommt, glaube ich, schon der Benutzername oder der Name erst und dann der Benutzername. Und dann wird dir quasi angezeigt, wenn du das eingibst, also den Namen, den du gerne haben möchtest, mit einem Haken wird angezeigt, wenn der noch verfügbar ist und mit einem X wird angezeigt, wenn er nicht mehr verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt alle mal ausprobieren, gucken, ob da vielleicht auch ein, zwei direkt schon rausfallen. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die man bedenken müsste. Und was du natürlich immer machen kannst, ist deinen Accountnamen auch wieder zu ändern. Ich glaube, den Namen kannst du nur alle 2 Wochen ändern, den Benutzernamen kannst du, glaube ich, öfter ändern. Dementsprechend musst du dich auch gar nicht festlegen. Du kannst dich auch erstmal so nennen, wenn dir das dann nicht mehr gefällt, nennst du dich irgendwie anders. Nur ist es am besten, wenn du es nicht zu oft machst, weil du willst ja wieder gefunden werden. Du willst ja auch einen Namen machen mit
deinem Namen. Das heißt, nicht, dass Leute auf einmal denken, ah ja, der heißt so und so, die suchen nach dir, finden dich nicht und eigentlich heißt du schon wieder wo ganz anders und das ist, wäre an sich ziemlich schlecht. Der Unterschied zwischen Name und Username ist natürlich auch klar, ne? Also der Name ist da, wo Vor- und Nachname normalerweise steht, aber wenn du da möchtest, kannst du auch eintragen, zum Beispiel bei mir, Alex. Social Media Tipps und dann könnten Leute bei Instagram nach Social Media Tipps suchen und könnten mich theoretisch finden, wenn ich dann unter den Top-Leuten da bin. Dann, weil das ist alles relevant, was da steht für die Suche. Der Username ist natürlich auch relevant für die Suche, nur kannst du da nicht so viele Keywords reinpacken, weil es dann irgendwann komisch klingt. Und im Namen ist es eigentlich vollkommen gleich. Ich habe da so viele Leute gesehen, die da Travel, Lifestyle, whatever stehen hatten, wo du denkst, das ist halt nicht deren Name, aber die machen das, damit sie gefunden werden. Und so findest du auf jeden Fall den besten Namen. Hier habe ich noch ein Video, was dich bestimmt interessieren könnte. Schau auf jeden Fall mal vorbei, gib da nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.